Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos auf unserem YouTube-Kanal. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein bisschen ein anderes Setup. Ich spiele nämlich heute das erste Mal mit Facecam und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns in der Runde. Ja, und da sind wir jetzt in einer Runde nachgejoint, aber es ist halb so wild. Dann hängen wir einfach noch eine Runde dran. Und da ist schon der erste Gegner. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen nervös, weil das doch ja das erste Mal mit Facecam ist und... Ja, es fühlt sich einfach anders an, würde ich mal behaupten. Aber wir werden die Gegner trotzdem zerstören. Bin ich mir sicher. So. Da ist der erste. Nichts. Oder nein, ich habe ja schon einen Kill. Ich weiß nicht. Ich bin wirklich ein bisschen... Ich werde angehittet, es läuft bei mir. Alles klar. Was ist jetzt, Alter? Alles klar, da willst du einmal aufnehmen, der Mann. Das läutet schon wieder. Servus, servus. Müssen wir hochdeutsch reden? Ja, ich muss hochdeutsch reden. Ich nehme gerade die erste Runde mit Facecam auf. Alles klar. Alles klar, Mann. Warte mal, ich muss das Mikrofon noch ein bisschen. Ja. Servus. So, der Stögi ist auch da. Ja, Rush Brothers sind vereint, würde ich mal sagen. Ist so, jetzt gucken wir. Warum schaut ihr vorbei, Jungs? Ja, keine Ahnung, wir waren gerade draußen und dachten, ja, schauen wir mal zu Sepp. Du hast mir mal nicht abgehoben, wie immer. Ja, wenn ich aufnehme, Mann, was soll ich einfach machen? Abgehoben bist du. Dein Aim war echt schon mal besser. Ja, das so, merke Alter. Ich auch gerade. Kann sein, dass du gerade abkackst. Ich glaube, du bist 2-4 geht nervös, eigentlich. Oder? Ja, ich bin sowieso nervös, aber das habe ich sogar schon gesagt. Okay. Boah. Es sind aber Tryhards unterwegs. Nee. Guck dir mal den an, Mann. Ja, komm, den hättest du eigentlich normalerweise holen. Eigentlich schon, ja. Alles klar. Kackst richtig ab eigentlich. Hast du das neue Video von Scorpion Plays noch nicht gesehen? Nein. Wenn du den Too-Easy-Merch trägst und Too-Easy in Klantec hast, bist du fast unsterblich. So eine Art God-Mode halt. Du bist dann richtig in Tryhard halt. Letztes Mal habt ihr euch auch über meine kleine Sniper-Montage gefreut, die ich eingebaut habe. Und die habe ich im Übrigen auch selber geschnitten. Also, das war wirklich mein Werk. Im Übrigen ist es auch bewiesen, natürlich das King-Merch vor allem, also, nee, durch das Too-Easy-Merch eher, vor allem, man in COD wirklich besser wird. Das ist wirklich bewiesen, wissenschaftlich. Wenn ihr das Too-Easy-Merch tragt und dann Too-Easy im Clan-Tag habt, dann seid ihr so gut wie unbesiegbar, Leute. Was tust du, Havara? Was tust du? Psst! Alles klar? Damn. Ja, das ist schon eine Ehrlichkeit. Ich glaube, Marcel hat wirklich recht, Alter. Du trägst den Too-Easy-Merch jetzt und auf einmal rasierst du alle Gegner weg, Alter. Was ist los mit dir? Ist so. Komm, hol dir. Nice, Alter, was los? Und ohne Scheiß, dein Aim, Alter, ist richtig heftig geworden. Ist so. Nächste Woche joinst du gleich Face Clan und Optic Games. Gaming. Wahrscheinlich, ja. Ah, alles klar, heftig. Digga, dein Aim ist so gut geworden, ey. Ich brauch auch so einen Merch. Alter. Hammer. Alter, ich muss mir den Merch holen unbedingt. Cap wird bestellt. Digga. Alter, du machst mir gerade richtig Angst. Ja, moin. Ah, alles klar. Alter, dein Aim ist wirklich heftig geworden, ne? Ja, ist so.
fuck, Alter, du bist so Alter. Dumm gestorben, Alter, was ist mit... Oh mein fuck. Gott. Das würde mich echt belasten, ey. Opfer. Theo, konzentrier dich jetzt, du bist auf Portal, ne? Ist so, ja. Komm, mit der Nähe. Komm. Double Kill. Ist da. Alter, dir fehlen... Komm. Keine Ahnung, wie viele Kills dir fehlen, aber du hast gerade die Nuklearkraft. Ist da einer? Ja, also. Warte. Ja, Teammate hat ihn. Okay. Ich bin kurz vor. Nuklear, oh, Alter! Er hat die Nuklear. So gegangen. Digga, er hat sie einfach gemacht. Rush war das Bully. Ist da. Aber der Stoff von Too Easy Merch ist eigentlich auch nice. Ah. Jawoll. Hallo, grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video auf unserem YouTube-Kanal. Wir stellen uns heute nämlich vor und ja, Sepp, was hast du heute zu diesem Tag zu sagen? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war seit langem wieder mal ein spannender Tag für mich und der war richtig nice. Ja, war anstrengend, aber hat mir echt viel Spaß gemacht. Wir sind einfach heute, also heute ist Samstag, falls das irgendwen juckt, um 10 Uhr aufgestanden. Also am Wochenende stehe ich normalerweise nicht so bald auf. Nee, ich auch nicht. Ich schon. Aber wir haben uns das Videoprojekt einfach vorgenommen, wollten das durchziehen und jetzt sitzen wir hier mit zwei fetten Softboxen und einer Kamera. Und stellen uns einfach vor. Ja, ist etwas Neues eben. Wir zeigen uns heute das erste Mal genau. Unsere Gesichter. Unsere hässlichen Fresse. Ja. Und ja, was gibt's noch zu sagen, Jungs? Ja, es war ein richtig spannender Tag mit sehr vielen Momenten, so wie vorhin gerade, deswegen bin ich noch ein bisschen rot. angefangen von Lachflashes bis zum Making-of. Genau, dann machen wir auch extra Making-of. Wir haben heute den ganzen Tag durchgefilmt für euch. Ja. Also den ganzen Tag nicht, aber immer so ein paar kleine Szenen. Ja, also nicht wundern, wenn mal die Qualität gut ist und dann wieder schlechter. Wir haben sich abgewechselt von... Selbst Kamera zu... Mit dem iPhone aufgenommen. Unseren iPhones. Einfach was gerade für eine Kamera da war. Also ja, genau. Also nicht wundern, wenn die Qualität von den Videos ab und zu mal nicht so gut ist wie am Anfang. Und ja, es war wie gesagt ein sehr spannender Tag mit sehr vielen lustigen Momenten. Angefangen von kompletten Lachflashs meiner Seite bis zu Rage-Ausbrüchen von seiner Seite. Aber das haben wir nicht aufgenommen, oder? Nee. Nope. Okay. Das haben wir nicht aufgenommen. Ja, es war ein anstrengender Tag, wirklich. 11 Stunden. Ich kann keinen Computer mehr sehen, es ist so. Ja, ich auch nicht. 11 Stunden jetzt schon auf den Beinen zu sein, sage ich mal. Normalerweise stehe ich auch am Wochenende nicht so früh auf, sondern schlafe ein bisschen aus. Und ja, jetzt seht ihr auch mal meine Fresse. Und... Ja. Und ich hoffe wirklich, dass das Video gut ankommt bei euch, weil, wie gesagt, ich habe schon mal im Video gesagt, es liegt mir echt am Herzen. Immer noch. Und ja, und ich hoffe einfach, dass das Video annähernd cool geworden ist, so wie ich mir das vorstelle, weil ich schneide das Ganze dann auch noch. Der Profischneider, Alter. Naja. Und bei uns wird es noch ziemliche Noobs. Naja. Dann schneiden wir, müssen uns da immer noch die Tipps von Sepp holen. Ja, hab ich so wild. Ja, mir können die zwei nicht helfen, weil ich habe mich schon so an Camtasia Studio 8 gewohnt, dass ich eigentlich vom Schneiden weniger gute Qualität herausbringen kann wie die beiden. Naja, es ist, naja, das ist einfach anders wie bei uns. Genau. Ja, also wir können ihm nicht jetzt so... Aber wir gehen schon wieder zu viel ins Detail. Ja, wir wollten das eigentlich kurz halten und... Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Genau. Wenn es euch gefallen hat, dann, okay, ihr wisst, was ihr zu tun habt, braucht man eigentlich eh nichts zu sagen. Bleiben. Und was wir noch sagen möchten ist, das Video geht ja, in dem Video geht es ja um den Too Easy Merch und das wäre natürlich nice, wenn wir Marcel Scorpion damit erreichen würden. Ist so. Wenn nicht, dann ist so, aber es wäre echt nice, wenn ihr, weiß nicht, wenn ihr auf Twitter, das kann man ja irgendwie, ich keine Ahnung, ich kenne mich auf Twitter nicht aus. Aber wenn es irgendwie sehen würde oder so. Genau, das wäre ja, richtig nice. Auf Instagram, Sonny ist halt sehr aktiv und liked das sicher auch und wird es ihm sicher zeigen. Also wäre richtig cool, wenn er drauf Aufs Kabel, alles klar. aufmerksam wird.
weil es war ein richtig anstrengender Tag und wird bestimmt auch noch anstrengend für Sepp das Ganze zu schneiden. Und ja, in dem Sinn sind wir raus. Nichts mehr zu sagen, Leute. Ich bin einfach nur fertig. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Real-Life-Projekt. Ist so. Ciao. Servus. Ist er.